In diesem Video gebe ich dir einige Tipps, wie du dich als sensitive Frau auf das Jahr 2024 vorbereiten kannst, wie du es schaffst, deine Herzenswünsche und Träume noch näher in deine Wirklichkeit zu rufen und wie es dir gelingt, das Jahr 2023 loszulassen. Mein Name ist Silvia Hake, ich bin Expertin für Hochsensibilität und ich liebe es, Videos zu machen und deshalb bleibe jetzt dran, wenn du gerade in der Stimmung bist, dieses Jahr ausklingen zu lassen und möglichst viel aus dem kommenden Jahr 2024 rauszuholen. Und da lasse ich dich gerne auch teilhaben, so an meinen eigenen Ritualen und Traditionen. Und was sich immer wirklich anbietet, ist, einen Jahresrückblick zu machen. Bevor du also das neue Jahr wirklich in dein Leben ziehst und auch deine Wünsche und Visionen, kann es sehr, sehr hilfreich sein, das alte Jahr erstmal nochmal Revue passieren zu lassen. Vielleicht möchtest du dir etwas aufzeichnen, aufmalen. Vielleicht so einen Zeitstrahl, ja, vom Januar bis Dezember, einfach mal da wie so ein Fieberthermometer die Höhen und Tiefen, die Highlights, aber auch die Tiefpunkte eintragen. Und einfach mal so deinen Jahresverlauf nochmal visualisieren. In deinem Beruf, in der Liebe, in den Finanzen, in der Gesundheit und auch in der Spiritualität. Du kannst es aber auch wie so ein Mandala gestalten, indem du diesem Mandala ja verschiedene Abteilungen gibst und da einfach nochmal die Ausprägungen zum Beispiel eindrückst, wie stark du diesen Lebensaspekt gelebt hast oder wo du dich vielleicht auch vernachlässigt hast. Und ganz, ganz wichtig, wo waren die Highlights? Die Highlights sind nicht nur unsere Erfolgserlebnisse, sondern sie sind oftmals auch diese Momente, wo wir ganz tief am Boden sind, wo wir desillusioniert sind. Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich wirklich sagen, dass die stärksten Durchbrüche in meinem Leben und positiven Veränderungen immer passiert sind, wenn ich mit einer sehr starken Frustration in Kontakt war. Wenn ich dann zum 20. Mal mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen bin und gemerkt habe, irgendwie komme ich hier nicht weiter. Und diese Frustrationsmomente, wo wir uns auch im Scheitern erleben, im Misserfolg, in der Trauer, das können diese wichtigen Wandlungsmomente sein, wo sich in unserem Inneren etwas wandelt. Von der Frustration in die Lösung, vom Widerstand in den Ausweg. Das heißt, es muss sich etwas in uns wandeln. Und dafür ist es wichtig, gerade als hochsensible Frau, dass du im Kontakt bist mit deinen Gefühlen. Diese Wandlungsprozesse können am besten funktionieren, wenn wir nicht abgeschnitten sind von unserem Gefühlsleben. Aber das ist eben genau das, worauf wir gesellschaftlich konditioniert werden. Das heißt, wenn du wirklich nochmal schauen möchtest, auch zu deinen Tiefpunkten, zu deinen Enttäuschungen, dann geh das wirklich mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Gefühl nochmal durch und schaue, wo kannst du etwas in die Wandlung bringen. Oftmals müssen wir auch Menschen, Situationen, Dinge, Berufstätigkeiten wirklich erstmal tief loslassen, bevor wir uns für etwas Neues öffnen können. Und deshalb ist dieser Jahresrückblick etwas, was du tun solltest, nicht nur, wenn du ein eigenes Business hast, ja, was ja viele Unternehmer machen, dann den Jahresabschluss, sondern auch ganz privat, ganz persönlich, spirituell und eben, wie gesagt, auch im Gesundheitsbereich. Und dann noch mal gucken, was lerne ich daraus? Wo habe ich durch Schmerz gelernt? Wo ist mir noch mal was bewusst geworden? Und wo habe ich tatsächlich vielleicht auch wirklich Fortschritte gemacht? Tolle Erlebnisse, Erfolgsmomente, Glücksmomente. Und sich das nochmal bewusst zu machen, das hilft dir dieses Jahr nochmal wirklich aus einem reichen, fülligen Perspektivenspektrum zu sehen. Nicht etwas, was wir einfach jetzt schnell abhaken und dann zum nächsten Jahr hetzen, sondern dass du diese Schätze aus deinem Erfahrungsrepertoire mitnimmst in das kommende Jahr 2024. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, den ich besonders sensitiven Frauen empfehlen möchte. Bevor du mit deinen Plänen anfängst, musst du dir einen Schutzraum erstmal erschaffen und das ist der Raum deiner Grenzen.
Das heißt, mache dir eine Liste mit 10 Dingen, wo du im nächsten Jahr Nein sagen wirst. Nein zu einem unterbezahlten Job. Nein zu Mobbing am Arbeitsplatz. Zu sagen, ich mache da nicht mehr mit. Nein zu sagen, dass die Schwiegermutter wieder an Weihnachten kommt und nervt, wobei vielleicht die Beziehung eh schon total erschüttert ist. Also Nein zu sagen zum People-Pleasing. Ja, wirklich dieses Nein zu bestimmten Dingen, die dir nicht gut tun, ist das Ja zu dir selbst. Deine eigene Bekräftigung, dass du dich selbst ernst nimmst, wahrnimmst, spürst, achtest. Denn deine Grenzen zu achten ist im Grunde genommen eigentlich ein Ausdruck von Selbstwürde, Selbstwirksamkeit und Selbstrespekt. Und diese Grenzen zu definieren, das erlaubt dir dann, diesen Schutzraum, diesen Kraftraum aufzubauen, in dem du auch wirklich Platz hast für deine Lebensvision, für deine Pläne, für deine Träume, deine Ziele. Und darüber werden wir gleich im dritten Punkt noch mehr erfahren. Der dritte Punkt, das ist etwas, was gerade kreativen Frauen sehr, sehr viel Freude bereiten wird. Das ist das Vision Board. Davon hast du bestimmt schon öfter gehört und ich habe diese kreative Methode schon viel in meinem Leben verwendet und ich nehme mir dann immer ganz besonders viel Zeit, kaufe mir ganz besonders hochwertige Zeitschriften, die wirklich einen sehr ästhetischen Anspruch haben und die auch meinen spirituellen Interessen entsprechen. Und das ist meistens eben Happiness oder Herzstück. Und dann sammle ich all diese Bilder, die so mir entsprechen, meinem Gefühl, meinen Bedürfnissen, meinen Stimmungen und auch dem, was meine Visionen sind. Und das ist immer eine Riesenfreude, erstmal diese ganzen Schnipsel auszuschneiden, dann zu sortieren und dann auf einem großen Blatt zu einer Collage zusammenzukleben. Und was das Ganze magisch macht, ist, wenn du ein Foto von dir selbst noch mit dazu nimmst. Vielleicht auch von dir als Kind oder auch jetzt als Erwachsener. Und dass du dein eigenes Energiefeld, dein Foto mit in diese Collage hineinplatzierst und eine Beziehung zu diesen Dingen und Wünschen und Visionen herstellst. Das Vision Board, das spricht insbesondere unser kreatives Gehirn an, den Teil von uns, der in Bildern denkt. Das ist für hochsensible Frauen oftmals noch wichtiger, weil sie dadurch diese Verbindung, dieses Gefühl zu dem Thema herstellen können. Und erst wenn wir auf dieser Gefühlsebene mit Hilfe der Bilder diese Vision plastisch vor uns haben, dann können wir erst in diesen zweiten Schritt gehen, wo wir über Strategien sprechen. Und da werden wir gleich nochmal ausführlicher drauf eingehen. Und ich kann dir nur raten, nimm dir wirklich Zeit, über die Feiertage dein Vision Board zu gestalten. Schreibe mir auch gerne unter dem Video deine Erfahrungen dazu. Und es ist wirklich eine ganz wunderbare Möglichkeit, mit dir und auch mit dem Unterbewusstsein in Kontakt zu kommen. Und oftmals ist es so, dass die Dinge, die wir dort verarbeiten, irgendwann in unserem Leben auftauchen oder dass sie uns immer wieder tief an unsere Herzenswünsche erinnern. Und gerade wenn wir eben gelernt haben, uns selber zu verleugnen, uns zu vernachlässigen, dann ist das eine super Feedbackschleife, immer wieder mit dem in Kontakt zu sein, was wir eigentlich wirklich wollen, was unser Herz wirklich nährt. Und wenn es dann auch ästhetisch ansprechend gestaltet ist, dann hast du eine riesengroße Freude, auch wenn das mal irgendwo an der Wand hängt und du da wieder drauf schaust und dann hast du diese positive Feedbackschleife, die du brauchst, um dann zum Schritt 4 zu gehen. Der Schritt 4 ist wirklich die Planung. Das ist eher so der Yang-Part. Ja? Dieses Vision Board gestalten ist das Yin, das Kreative, Gefühlvolle, Visuelle. Und Pläne, Ziele und Strategien zu erstellen, das ist eher diese Yang-Energie, dass du dich wirklich fragst, was kann ich tun, um diese Ziele zu erreichen. Ja, und oftmals haben ja gerade sensitive Frauen noch nicht diese Ziele, sondern sie haben dieses vage Gefühl. Ja, ich möchte gerne mal und ich habe so eine Sehnsucht und ich habe ein Gefühl. Und das ist deine Aufgabe, dieses Gefühl in ein Ziel zu transferieren und dadurch konkrete, messbare Aktivitäten auch in deinen Jahresplaner einzuplanen. Übrigens ist das auch der Zeitpunkt, um natürlich den Kalender für das kommende Jahr zu kaufen, online und offline vielleicht auch beides miteinander zu kombinieren. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade bei Papierkalendern für mich das unheimlich hilfreich ist,
wenn ich die ganze Woche auf einem Blatt habe, weil da ich so ein starker Bilderdenker bin, kann ich das auch visuell abrufen und dann habe ich auch die Woche vor mir in meinem inneren Auge und kann auch die Wochenplanung als Ganzes viel besser verarbeiten, als wenn ich nur jeden Tag als einzelnes Blatt habe, was dann am Ende immer gleich aussieht. Das heißt, nimm dir mal so drei große Ziele und Herzenswünsche aus deinem Repertoire und da wiederhole ich mich nochmal, also geh an die Herzenswünsche und mache ein Ziel draus. Also wenn du das Gefühl hast, ich möchte wieder mehr singen, ich möchte ja neue Menschen kennenlernen, ich möchte reisen, ich möchte mich beruflich, spirituell weiterentwickeln, dann definiere daraus ein Ziel. Also, was weiß ich, ja, im Sommer eine Reise nach Italien buchen oder eine Fortbildung raussuchen, die dich interessiert im Bereich Sprachen oder im Bereich der spirituellen Weiterentwicklung, im Bereich der Psychologie. Und Näheres dazu, was ich dann auch anbiete im nächsten Jahr im Bereich der psychologischen und spirituellen Fortbildung, das sage ich dir am Ende von dem Video. Also bitte bleibe unbedingt dran, wenn du auch diesen Herzenswunsch hast, dich weiterzuentwickeln. Und dann setze dir eben diese Meilensteine als Ziel in das kommende Jahr. Und da kannst du es auch machen, ja, wie bei dem Arzt, ja, erstes Quartal, zweites Quartal, drittes und viertes Quartal. Und dadurch können wir das dann eben in kleine Häppchen aufteilen. Und dann musst du eben nicht alles gleich in den Januar reinpacken, sondern du kannst mal schauen, wie du das auf das Jahr verteilst. Und dann kommen wir auch schon zum fünften Punkt, was unbedingt dazu gehört, also in meiner Routine, wenn ich mich auf das kommende Jahr vorbereiten möchte. Und das ist das Ziehen von Orakelkarten. Und wenn du meinen Kanal schon länger kennst, dann weißt du, dass ich ein riesengroßer Fan bin vom Buch Das Feengeschenk von Marcia Zina Mager. Und es gab mal eine Zeit, da hat der Ansata Verlag auch ein zauberhaftes Kartenset zu diesem Buch veröffentlicht. Das Kartenset ist mittlerweile vergriffen, aber ich habe mit sehr viel Glück ein Kartenset bekommen in der Nähe, ja, von einem Ort, wo ich mich im Sommer längere Zeit aufgehalten habe in einer Ferienwohnung und konnte dann das Kartenset persönlich abholen. Das war mir natürlich eine große Freude. Und ich werde jetzt für dich, für alle Zuschauer hier, mal ein, zwei Karten ziehen und einfach mal darum bitten, dass jetzt hier vielleicht so eine schöne Botschaft kommt für das Jahr 2024. Und vielleicht passt es ja auch genau für dich und inspiriert dich auf deinem Weg. Und wenn du eben natürlich eigene Karten hast, ist das gerade zwischen Weihnachten und Silvester in den Rauhnächten eine tolle Tradition. Und einige Menschen ziehen dann auch in jeder Rauhnacht eine Karte und schreiben sich auch ihre Träume auf, um dann wirklich inspiriert zu sein für das, was im kommenden Jahr auf sie zukommt. So, und dann werde ich jetzt mal hier ein bisschen reinspüren. Ah ja, hier kommt schon was. So, ich lese vor und du kannst für dich mal reinspüren, ob das für dich auch in Resonanz geht. Das Thema ist Anerkennung. Und das ist eines der Tore zum magischen Königreich, die hier in dem Buch Das Feengeschenk beschrieben werden. Da steht, der einfachste Weg ins verborgene Königreich führt durch das Tor der Anerkennung. Kinder benutzen dieses Tor, wenn sie eine Fee im Garten anlächeln. Sie brauchen den Zauber nicht zu sehen, sie wissen, dass er da ist. Nun ist die Zeit für dich gekommen, dieses Tor zu durchschreiten und dir einzugestehen, was du insgeheim schon lange weißt. Denn das wünschen sich die Feen von allen Menschen, die Bereitschaft, ihre Gegenwart anzuerkennen. Um das zu können, musst du deine eigene Unschuld freudig und bereitwillig annehmen. Nein, du hast diese Eigenschaft nicht verloren, als du erwachsen wurdest. Du hast ein Recht darauf. Sie gehört dir, genauso wie das Blut, das durch deine Adern fließt. Deine Aufgabe für heute besteht darin, wie ein Kind zu sein. Begrüße im Stillen, ohne dass jemand hört oder sieht, alles, wovon du im Grunde deines Herzens weißt, dass es existiert. Und dann warte ab, was geschieht. Ja, diese Karte hat für mich zwei Bedeutungen. Zum einen auch die Anerkennung für das eigene Wesen, für die eigenen Herzenswünsche.
Und dann natürlich auch die Anerkennung dessen, was wir als Magie bezeichnen oder Wunder im Leben, wo wir wirklich dann Botschaften bekommen, wo gewisse Zufälle passieren, die dann auch vom Leben orchestriert werden, um uns in unserem spirituellen Wachstum zu unterstützen. Und darüber habe ich auch in meinem Video über die Prophezeiungen von Celestine gesprochen, was ich dir am Ende von diesem Video auch nochmal verlinken werde. Das heißt, die Anerkennung für dich selbst ist für mich einfach ein wichtiger Hinweis, auch gerade zum Thema Herzöffnung, zum Thema Anerkennung der eigenen Sensibilität, der eigenen Feinfühligkeit, Anerkennung deiner besonderen Wahrnehmung, Anerkennung von deinem Wert als sensitive Frau und Anerkennung dessen, was deine Herzenswünsche sind. Und wenn du diese Anerkennung dir selbst entgegenbringst, dann kannst du auch in dieser feinstofflichen Welt schauen, was kannst du da sehen, was kannst du spüren, was kannst du wahrnehmen und diesen Energien, die für dich positiv sind, auch deine Anerkennung schenken, sodass ihr in so einen positiven Austausch kommt. Ja, und Anerkennung bedeutet für mich auch diese Ehrlichkeit, diese Authentizität, mit den eigenen Wünschen, mit den Herzenswünschen in Kontakt zu kommen. Und da sind eben viele von uns wirklich gut beraten, noch ehrlicher zu sein, authentischer, ja, im Kontakt mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Und damit komme ich auch zum letzten Teil des Videos. Ich wollte dir noch erzählen, dass ich nächstes Jahr wieder mit der Ausbildung zum Sensitive Soul Coach beginne, beziehungsweise fangen wir Anfang Januar schon mit diesem fantastischen Modul zum Sakralchakra an. Das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, wo wir nochmal sehr viele Beziehungsthemen anschauen. Wir schauen uns an Femininität, Maskulinität in unseren Energiezentren, aber auch in unseren Beziehungen. Wir werden schauen, wo wir energetisch vielleicht noch durch Energiebänder mit früheren Partnern oder Partnerinnen verbunden sind und wie wir das loslassen können. Und wir werden auch eine sehr, sehr schöne Meditation machen, um das Sakralchakra mit dem Herzchakra zu verbinden und hier wirklich in eine einheitliche, ja, neue Bewusstseinsebene zu kommen, die eben nicht abgetrennt ist, nicht abgespalten. Ich habe mir viele, viele Gedanken gemacht, wie ich nach der Basisausbildung, wo du jederzeit einsteigen kannst, Aufbaukurse noch machen kann. Und mir sind zwei ganz wesentliche Themen jetzt bewusst geworden, worauf ich dann auch die Aufbaukurse anbieten werde. Das ist einmal das Thema Femininität, sensitive Frauen in ihre Kraft zu bringen. Da werden wir ein wunderbares Seminarcurriculum haben, wo wir auch über Märcheninterpretationen gehen, wo wir eben die sensitiven Fähigkeiten wie Sanftheit, Kreativität, Intuition, all diese Dinge wieder integrieren, rauskommen aus dem Funktionieren, reinkommen in das Fühlen. Und wir werden eben natürlich auch frauenspezifische Themen bearbeiten. Und da werde ich dir helfen, wie du in diesem Kontext der Weiblichkeit und weiblichen Entwicklungswegen da an deine Kraft kommst, um dann später auch anderen sensitiven Frauen helfen zu können. Dann im zweiten Aufbaukurs werden wir uns nur auf das Thema Beziehungen konzentrieren und werden da dieses große Spektrum bearbeiten. Wie komme ich raus aus der Co-Abhängigkeit? Wie kann ich mich in Beziehungen abgrenzen? Wie erkenne ich toxische Beziehungen? Gerade auch das Thema Narzissmus. Da habe ich ja schon ein eigenes Programm entwickelt für Angehörige von Narzissten, was wir dann auch bearbeiten. Und aber auch mit Live-Gruppenschulungen noch viel mehr vertiefen werden. Bis hin zu der Frage, wie finde ich meinen Seelenpartner? Was sind gesunde Beziehungen? Und welche Zyklen und Rhythmen passieren in Beziehungen, die ich einfach beachten muss? Wenn dich das interessiert, dann hast du jetzt die Möglichkeit, am Mittwoch, den 13. Dezember, dich anzumelden zu meinem kostenlosen Live-Workshop, wo wir dann auch nochmal eintauchen in die Sensitive Soul Coach Ausbildung, wo ich dir einen Ausblick gebe, wo ich kleine Übungen mache, wo du mir deine Fragen stellen kannst und wo wir wirklich eine tolle Gemeinschaft erleben werden. Und wenn dich das interessiert, den Link zu diesem Webinar findest du unter dem Video. Melde dich auf der Verteilerliste an und ich schicke dir dann den Login zum Zoom-Meeting-Raum, wo wir uns treffen werden.
Wenn du jetzt neugierig bist, wie vielleicht auch der Kosmos dich unterstützt, deine Ziele zu erreichen, wie du aufmerksam wirst auf diese Synchronizitäten, also die Botschaften des Universums, dann schau dir auch jetzt noch mein verlinktes Video an zum Thema die Prophezeiungen von Celestine. Und auch dieses Buch ist Teil meiner Ausbildung, beziehungsweise habe ich einige Themen daraus adaptiert. Und das ist gerade eben für die spirituell Interessierten hochinteressant. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal eine gute Zeit und viel Freude bei der Vorbereitung auf das kommende Jahr.